Pass auf, wir gehen jetzt noch mal kurz zu unseren Bären. Ich finde hier tatsächlich die Ratio Tiere auf andere Einrichtungen ziemlich schlecht. Wir haben bisher zwei Warane, zwei Bären und zwei Affen. Und ansonsten schon eine ganze Menge anderen Kram. Wir haben schon eine Zuchtstation. Ich habe immer noch keinen Babybären. Was ist denn hier los? Ba, 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 Babybär. Da haben wir schon wieder Häufchen. So, anpassen. Wege. Ich guck mal, ich kann jetzt hier die Wege einstellen. Okay. Aber ich könnte, ich dachte, ich könnte jetzt da oben vielleicht noch andere Sachen draufsetzen. Irgendwie sowas wie, Erfolg freigeschaltet, Tierfreund. Weil ich hohe Mauern gebaut habe. Alles klar. Aber jetzt mal im Ernst, was sind denn da immer die ganzen Sachen, die ich freischalte? Oh, was macht mir der? Achso. Boah, ich dachte schon, der will mich jetzt töten. Aber sowas gibt's in dem Spiegel, glaube ich, nicht. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie tatsächlich das Aussehen von dem bestimmen, was hinter der Absperrung passiert. Abgesehen natürlich von den drei Sachen, die ich da reinsetze. Okay. Muss man ja nur wissen. Schauen wir uns doch mal die aktuellen Statistiken unseres Zoos an. Auch Werbung wäre vielleicht auch mal keine schlechte Idee. Mal kurz die Kok-Analyse. Muss ich mal eben was trinken. Einkommen pro Minute. Und das sind alles irgendwie nur so Zahlen. Das ist alles irgendwie total Schall und Rauch. Tiervielfalt ist noch zu wenig. Ja, welche Überraschung. Das war mir auch schon klar. Die Zookapazität. Ja, okay. Nee, da ist ja noch alles vollkommen okay. Nur die Tiervielfalt ist halt deutlich zu wenig. Ja, aber ich kann ja auch nicht... Ich meine, ich muss ja jedes Mal noch immer ein neues Gehege anlegen. Oder kann ich einfach irgendein Tier... Und bei den anderen dazu packen. Zu den Affen halt noch irgendein anderes Tier macht man doch auch nicht, oder? Geldmittelgrafik. Na guck mal, ich bin mit viel gestartet und habe jetzt nichts mehr. Ist voll geil, oder? Rentabilität. Alter, wer guckt sich denn so einen Scheiß hier an, ey? Das hilft mir doch vorne und hinten nicht. Ich meine, Zufriedenheit ist immer ganz gut. Tierfutterwasser wird natürlich immer weniger. Zoolimit bleibt irgendwie gleich. Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie ist diese Kostenanalyse nicht wirklich von Vorteil für mich. Aber ich kann jetzt, glaube ich, Studien... vornehmen, ne? Ja, kann ich wirklich. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben einmal die Werbung für Anfänger. Wenn du eine Werbeagentur anheuerst, erzielst du hilfreiche, grundlegende Resultate. Plus 10% mehr Besucher. Durch das Studium sozialer Dynamiken konnten deine Zoowärter deine Tiere anregen, sich häufiger vorzupflanzen. Ah, das kostet alles Geld. Das kostet 3000. What the fuck? Eine verbesserte Stabilität der Transportboxen ermöglicht einen Transport mit verringertem Stress für die Tiere zum günstigeren Preis. Minus 5% Adoptionsgebühr? Wie geil ist das denn? Dein Standpersonal hat ein optimiertes System zur Güterherstellung. Minus 10% Standwartung. Ja. Gehegewartung, okay. Minus 10% Einrichtungswartung. Minus 10% Kosten für Studien, das ist natürlich auch clever. Okay, ich glaube, wir verringern jetzt einfach nur die Kosten von irgendwelchen Sachen. Investier mal hier rein. 30 Sekunden ist ja schnell gemacht. Hab ich schon, hier, meine Auszeichnung kann ich mir angucken. Tierglück. Sorge dafür, dass der durchschnittliche Wert für die Tierzufriedenheit 30 Minuten lang im guten Bereich liegt. Aber Tiere 5 verschiedene afrikanische Tiere an. Ja, es kommt alles noch. Kommt alles noch. So. Ich habe aktuell keine Ziele. Ich irre ziellos umher. Ich habe immerhin 5400. Ich meine, was kann ich damit machen? Kann ich jetzt theoretisch hier noch ein Äffchen einsetzen? Das könnte ich, glaube ich, noch machen, oder? Aber das hilft mir ja nicht bei meiner Warenknappheit. Dem Stand, Getränkestand sind Waren ausgegangen. Hole mit dem Buggy in der Zooverwaltung neue Waren. Und bring sie zu schnell zum Stand, Getränkestand. Wo soll ich neue Sachen holen?
Hier ist doch der Getränkestand, oder? Aber ich glaube, ich muss die Sachen vorher irgendwo abholen, wahrscheinlich. Am Start des Zoos? Ja, hier ist nicht der Start des Zoos. Bin reingelegt. Hier ist der Start des Zoos. Aber hier bin ich auch falsch. Geht alle weg hier. Ich brülle euch an. Cooler Move. Yes, I can. Moment. Okay, los geht's. Moment, hä? Rennen starten. Okay, in 15 Sekunden muss ich schaffen. Alles klar. Oh mein Gott, geil. Wir bauen solche Sachen ein. Kann man machen. Ja, hab ich gerade noch so geschafft. Puh, das war knapp, jo. Die Besucher sind froh, dass es wieder folgende Waren gibt. Getränkestand. Plus 10% Nahrung. Ja, guck mal. Fucking awesome, ich bin einfach nur. Buggy verlassen. So. Wollen wir mal rauszoomen. Huch. Ja, ich möchte auf jeden Fall das Gras fotografieren. Ne, es wird aber Zeit für ein neues Gehege. Und zwar hier. Das war ein richtiges Gehege. Zwar für Flusspferde wäre natürlich auch geil. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Nashorn wäre auch geil. Oder Giraffen wären auch geil. Oh, fuck, ey. Was nehmen wir denn mal? Warum sollte man sowas nehmen hier? Das verstehe ich nicht. Wir nehmen mal... Tropen und Savanne haben wir doch beide schon. Das ist doch voll öde, ey. Nehmen wir mal Gras... Ne, Moment, haben wir gar nicht. Savanne haben wir noch gar nicht. Wir nehmen Savanne. Klein oder Savanne Mittel für 2400. Für bis zu 6 Tiere kann ich mir gar nicht leisten. Deswegen nehmen wir klein, sorry. Ich nicht anders möglich. So. Freuen wir uns alle. So, Gegenstand. Moment, was will ich denn jetzt hier reinpacken? Moment, die Gegenstände mache ich gleich. Erstmal überhaupt Tiere festlegen. So, wir sind hier bei Savanne. Ne, wir sind hier... Doch, wir sind hier bei Savanne. Elefanten. Elefanten wäre geil. Oder Nashörner. Nashörner wären auch geil. Aber ich habe gerade eine neue Herausforderung bekommen. Warte mal kurz. Ein Zoo in Nordamerika hat zu viele zentralafrikanische Schimpansen und leidet unter einem akuten Platzangel. Du musst ein Exemplar der zentralafrikanischen Pflege ist gesund und sorge dafür, dass er... Wie mache ich das? Das ist kein Problem. Kann ich hier unterbringen? Null Problem. Mutiere. Neues Tier adoptieren. Oder warte. Doch, neues Tier. Ah, gespendete Tiere. Was macht er jetzt? Ja. Komm mal her, du. Traurige Neuigkeiten. Hä? Was? Das ist krank? Ey, bleibt doch mal geschmeidig, weil mir hier alles angezeigt wird. Wollt ihr mich verarschen? Wieso sind die denn bitte nicht verträglich? Oh mein Gott, was gerade alles passiert ist. Einfach too much for me. Franz und Hardy ist klar. Du bist krank. Kann mich nicht mehr um dich kümmern. Ich weiß nicht, wie ich mich um dich kümmern kann. Du bist krank, ja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache.
Ja, ich weiß, ich muss Sachen nachbauen. Ja, ich... Oh, ich bin gerade viel zu überfordert. Auffüllen. Auffüllen. Das ist ja noch voll. Das ist aber nicht so richtig voll. Auffüllen. So. Haufen. Junge, ey, was habe ich denn jetzt hier? So. Ja. Ja. Tropenfelsen 1. Furchtbarer Gestank. Ja, okay. Die abzugeben habe ich doch geschafft, oder? Nee. Ja, das Ding ist halt noch krank, aber ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Gibt es sowas wie Tierärzte? Wie viele Haufen machen die eigentlich? Ich weiß nicht, wie ich mich um kranke Tiere kümmere. Scheiße, ey. Oder muss ich so eine Medizinstation bauen? Ich kann hier auf jeden Fall gerade nichts machen. Einrichtung. Nö, es gibt keine medizinische Station. Ich brauche Hilfe. Zoopedia. So. Was kann ich mir denn hier angucken? Fangen wir doch mal mit Tieren an. Ja, das ist, glaube ich, nicht das, was ich sehen möchte. Spielablauf. Pflege deiner Tiere. Futter, Sozialbedürfnis, Habitat, Sauberkeit. Nee, das ist es nicht. Kranke Tiere. Aha. Wenn ein oder mehrere Tierbedürfnisse verändern, dann kann dieses krank werden. Kranke Tiere können nicht ausgewählte... Wenn du ein krankes Tier gesund pflegen willst, musst du dich besonders um es kümmern. Die Werte von kranken Tieren sinken schneller als die von gesunden Tieren. Daher musst du sicherstellen, dass ihre Bedürfnisse gedeckt werden, wenn sie sich vollständig erholen sollen. Ach so. Ja, aber die ist doch happy. Die ist doch insgesamt grün. Was soll die Scheiße? Zahlbedürfnis ist gelb, ja okay, aber du wirst dich schon wieder erholen, oder? Ich kann dir jetzt nicht noch einen Affen da hinsetzen. Ihr seid einfach zu teuer jetzt, den Kackaffen. Ey. Da, guck mal. Da, tanz doch mal ein bisschen da rum. Nee, du futterst. Ja, mach mal dein Hungerding jetzt wieder voll. Da, Hunger wieder voll. Ja, tut mir leid, ey, aber ich kann dir jetzt nicht noch mehr machen. So, was haben wir noch für Herausforderungen? Beliebte Tiere. Laut einem Marketingunternehmen würden die Besucher gerne weitere... Isabellenbären in deinem Zoo sehen. Warum adoptierst du nicht ein Exemplar? Oh scheiße, die wollten noch ein Foto haben. Fuck, ich hab's verpasst! Nein! Isabellenbär. Okay. Why not? Neues Tier adoptieren. Bären. Ja, dafür muss ich erst eine Studie beginnen. Ah, hat ja nur 1000 gekostet. Die verstehen sich doch bestimmt mit Christlibären, oder? Ja, ja, die verstehen sich schon. Neue Herausforderung, gelangweilte Besucher. Was soll das denn heißen? Eine Umfrage unter den Besuchern deines Zoos hat ergeben, dass sie sich langweilen. Bau etwas, das für Unterhaltung sorgt. Yes, Sir, ich bin stets zu ihren Diensten. Hier kommt gleich hinter dem Bärengehege ein Stand für Unterhaltung. Und zwar...
ein Lemurenpflegestand. Lemurenpflegestand. Der ist sofort fertiggestellt. Und zwar jetzt. Jetzt kommt auch ein neuer. Wenn die Zeit abgelaufen ist. In der Zeit können wir erstmal kurz neue Bärchis hinzufügen. So, Isabelbär. Zu teuer. 3000, 3000, 7000. Ihr seid alle so teuer. Die Besucher freuen sich riesig zu sehen, wie gut es seinem Exemplar der Tier hat. Isabelle, ja, auch die Besucherzahlen sind gestiegen. So sieht es nämlich aus. Bin halt geil. Gelangweilte Besucher, da stimmt aber noch was. Machen wir jetzt in 2, 1 Risiko. Statt Unterhaltung. Oh, der ist aber teuer. Mit den Tieren spielen. Die Zoogesellschaft möchte beobachten, wie du mit deinen Tieren interagierst. Starte eine Schlauchinteraktion mit zwei verschiedenen Arten aus der Gattung Bäre. Wollt ihr mich verarschen? Lol, schon wieder was Neues passiert. Schon wieder neue Sachen freigeschaltet. Ich wachse zu schnell. Ich komme nicht hinterher. Ich muss hier die ganzen Herausforderungen erstmal schaffen. Ich werde hier voll unter Druck gesetzt. Moment mal kurz. Wir haben schon 20 nach 2. What the fuck, ey. Morgens, by the way. Und morgen kommt meine Freundin und ich muss noch sauber machen. So ein Scheiß. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich frage mich, ob ich so ein Ding auch einfach vergrößern kann. Aber wahrscheinlich kann ich das nicht. Ich könnte höchstens jetzt... Ja, das könnte ich theoretisch machen. Ich könnte die Bären umsiedeln. Ich könnte ein neues Gehege anlegen. Ein neues großes Berggehege. Und die dann umsiedeln. Lass mal kurz gucken. Gehege. Bergland. Mittel kann ich noch nicht. Oh Mann! Ja, jetzt muss ich hier wieder Sachen verkaufen und kaufen, oder was? Das ist so behindert. Okay. Extras. Ah, ne, weißt du was? Wir machen nicht Extras weg, wir machen die Waschstation weg. Genau, die machen wir jetzt weg. Kaufen, ja. Dafür bauen wir jetzt eine Schlauchinteraktion. Leck mir die Kochonnes. So, und jetzt wollen wir auch mal Tiere waschen. Erstmal Nelson. Nelson sendet uns voll den Arsch. So.